Hallo zu Wo was los ist. Ich habe mich mal schlau gemacht und für euch geguckt, was am Wochenende so in den Kinos läuft. In dem neuen Walt Disney Film Die Eiskönigin völlig unverfroren begibt sich die mutige und etwas tollpatschige Königstochter Anna auf eine abenteuerliche Reise. Ein Film mit viel Musik und Witz für die ganze Familie. Und was sonst am Wochenende noch so los ist, sehen Sie jetzt. In Deggendorf ist am Freitag der Gitarrist der deutschen Hip-Hop-Rockband Sünne Mannheims zu Gast. Michael Koschorek wird gemeinsam mit Augustin Wiedemann, einem international bekannten Konzertgitarristen aus Deggendorf, unter anderem Renaissance-Songs von John Dowland spielen. Mit ihrem Programm waren die beiden bereits auf Open-Air-Tour. Wer es eher ruhiger, aber trotzdem künstlerisch mag, sollte am Freitag nach Straubing fahren. Denn im Weiterturm eröffnet die Ausstellung Nichts als das, Malerei von Beate Amann. Ihre Bilder verraten ihre ganz individuelle Handschrift. Ein ausgeprägtes Gefühl für Farbe, gepaart mit spielerischer Form und Kompositionssicherheit. Wer Lust hat, den Samstag mit Schnee und Spaß zu verbringen, kann mit dem Deggendorfer Jugendcenter 4U zum Großen Aber fahren. Die Tagesliftkarte inklusive Hin- und Rückfahrt kostet etwa 30 Euro. Dafür sollten sich die Mitfahrenden allerdings vorher beim Jugendcenter anmelden. Treffpunkt ist dann beim 4U in Deggendorf. Ebenfalls am Samstag organisiert der Rotarakt-Club Dingolfing-Landau eine Versteigerung. Der Erlös geht an eine junge Familie, in der die 8-jährige Tochter Lisa an Leukämie erkrankte. Bei der Mutter Karin wurde ein unheilbarer Gehirntumor festgestellt. Versteigert werden unter anderem VIP-Karten fürs Eishockey und ein Wochenende mit einem BMW. Und schon mal fett im Kalender anstreichen können Sie sich die Bohrische Late-Night-Show. Künftig einmal im Monat in der Spielbank Bad Kötzting. Da Franze und sei Spezi, beide Musiker der Spitzenband Sachsendi und erfolgreich auch als Komikerduo, führen mit Witz und natürlich viel Musik durch den Abend. Los geht es erstmals am Donnerstag, 13. Februar um 20 Uhr in der Spielbank Bad Kötzting. Mit dabei unter anderem Niki. Das Konzept für die Bohrische Late Night Show wurde von DonauTV entwickelt. Die Show wird aufgezeichnet und jeweils am darauffolgenden Samstag ausgestrahlt. Sollten Sie keine Lust auf Kino haben, aber ein begeisterter Fan des FC Bayern Clubs sind, dann sollten Sie am Sonntag unbedingt nach Ausenzell fahren. Denn bei Neujahrsempfang des FC Bayern Fanclubs in Ausenzell ist der Fußballstar Claudio Pizarro zu Gast. Und wenn Sie keine Karte mehr ergattern konnten, ist das auch nicht weiter schlimm, denn die Live-Übertragung wird in einem örtlichen Gasthaus gezeigt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Servus, bis zum nächsten Mal.